Also ich würde zum Beispiel meine Füße knautschen, wenn ich merke, dass da irgendwas ist. Also ein bisschen Fußmassage. Also ich mache jetzt einfach nur das Fußdach etwas knautschen. Die Zwischenräume von den Zehen. Das ist auch nicht unüblich. Es sind bereits Yoga-Massage-Dinger-Übungen. Nur ich wende die eben darauf an, was ich jetzt brauche. Ja. Und für euch fühlt sich das dann merkwürdig an, wenn ihr in diesem Moment das nicht braucht. Ja, dann wird es auf einmal zu einem merkwürdigen Ritual. Also das Fußmassage-Knautschen ist eigentlich immer gut. Bloß, wenn man merkt, jetzt in diesem Moment habe ich da gar keine Lust zu und ich mache es einfach, weil das jetzt in der Session vorkommt, dann ist das halt ein Verdrehen. Ja. Kann man auch was von lernen, eben zu sagen, ich lasse mich jetzt trotzdem darauf ein und vielleicht ist es doch gut. Ja, also dass man seine innere Einstellung dazu verändert. Die innere Einstellung ist enorm wichtig und das ist das Gequatsche. Wenn ich das selber mache, quatsche ich nicht vor mich hin. Ja, mach das einfach. Okay. Dann mache ich auch noch den einen Fuß. Ne, der hat jetzt zum Knautschen gebraucht. Normalerweise fange ich eben damit an, dass ich ein bisschen so eine S-Welle mache. Gar kein Body Wave. Im Moment nicht. Ne? Und das hatten wir letztes Mal, das Kinn ein wenig zur Brust, so wie es angenehm ist. Ne? Einstellung. Nicht, ich muss es schaffen, mit dem Kinn auf die Brust zu kommen. Nein, es geht darum, den Hals ein wenig zu lockern. Nicht den irgendwie zu malträtieren, sondern wirklich ein bisschen nach vorne, wie es angenehm ist, sodass man merkt, da löst sich was. Dann das Ohr in Richtung Schulter, auch nicht mit dem Ziel, mit dem Ohr zur Schulter zu kommen, sondern einfach, dass die Richtung der Ausrichtung deines Kopfes klar ist. Ja? Ein bisschen zur Seite, nach hinten eigentlich gar nicht, ne? Weil es ist nicht gut für die Halswirbel. Ein bisschen, ganz sanft, ganz wenig. Dann die andere Seite und nach vorne. Und das in einer Kreisbewegung. Auch nicht vorwärts, auch nicht in beide Richtungen, sondern in die Richtung, die weißt du selber, die für dich angenehm ist. Ja, die haben verschiedene Effekte, die Richtung. Es ist gut, wenn ihr das langsam über die Jahre, Jahrzehnte selber merkt, was für Empfindungen das auslöst bei euch. Das reicht schon bei mir. Ne? Dann mache ich noch einen Streck nach oben. Manchmal mache ich noch eine ganze Bodywave. Den ganzen Körper, das brauche ich aber heute nicht. Nö. Und wenn ihr merkt, da kann ich schon meine Mütze wieder aufsetzen. Mein Sonnenhut geht auch kaputt. Das ist nochmal ein Rückenstreck. Okay. Und jetzt sind wir schon beim Atmen. Das PTKFS machen wir heute nicht, aber wenn ihr das schon kennt, ne, die Zwerchfellmuskeln aktivieren mit Lauten, dann könnt ihr schon mal so einatmen, dass der Bauch sich ausdehnt, in der Brustkasten und ein bisschen nach oben, dann richtet sich der Rücken schon richtig aus.
auch dieser Termin zum Beispiel. Also ich atme weiter Flaschenatmen, von unten füllen, Brustkasten, oberer Bereich, kurz halten, von oben ausleeren, Mitte, unten ausleeren. Eigentlich ohne Gequatsche. Weil es braucht enorm viel Aufmerksamkeit, dass man da kein, also am Anfang ist ein bisschen Forciertheit, das lasse ich aber ganz schnell wieder sein und achte eigentlich nur wieder darauf, dass der Atem von selber komplett stattfindet. Ein bisschen, also ein bisschen, ja, ein bisschen ist da schon in die Richtung lenken, dass es ein vollständiger wird. Und dann lasse ich auch meinen Körper und meinen Geist zur Ruhe kommen. Wenn ihr dem folgt, wenn ihr hier mitmacht, dann macht das ruhig weiter. Und eins ist zentral und das ist dieses RAIN-Prinzip. Und Nummer eins, also das ist RECOGNIZE, das habe ich auch ganz zu Anfang. Findet ihr auch RAIN-Prinzip, YouTube-Video und so gesagt. Da ist dieses Mitkriegen, Awareness, Mindfulness, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit ist enorm wichtig. Und das dauert irrsinnig lange. Ja, man denkt immer, ich krieg alles mit. Also es gibt diese kognitiven Verzerrungen. Das ist aber nur ein Thema, wo keiner, also es ist unpopulär. Ne? Mögen wir nicht. Genau, Sozialpsychologie, ja, Gedankenmuster. Es ist dann ein schwieriges Thema, wo wir nichts mit zu tun haben. Wir wollen uns gleich wohlfühlen. Zack. Ah, das ist oberflächlich. Das ist der Weg, der eben zu Larifari führt. Wenn du Glück hast, dann räumst du das im Yoga frei und kommst dann irgendwie so Richtung Yoga, Ayurveda und hast vielleicht sogar Interesse daran, jetzt mal diese Meditation ein bisschen genauer irgendwie zu machen, ein bisschen länger und so. Also, dass man über die physischen Bewegungen langsam schnüffelt und in die Richtung geht, wo eigentlich Yoga herkommt. Das wäre gut. Und so befinden sich dann die Yoga- und Qigong-Lehrer und Lehrerinnen selber auf diesem Weg, ne, vom physischen Groben zum immer feineren mit mehr Meditation. Weil nur so findet man quasi dieses Richtige, nicht Richtige, das ein anderes Qi. Ne? Weil wenn das für mich das Grobe richtig ist und ich meinen Körper durch Anstrengungen erst fühle, das Feinere würde ich gar nicht fühlen, Meditation ist nichts für mich, ist doch gut. Ich möchte euch nicht von meinem Weg möchte ich euch schon, möchte euch zumindest darüber informieren, dass es sowas gibt. Aber das klingt so merkwürdig. Es geht vom Groben zum Feinen. Aber es geht auch immer mehr in Bewertungslosigkeit. Weil bewerten macht Arbeit, Stress. So ist das nicht, wenn ich sage, dass ich jetzt weiter bin. Nein. Ich bin auf meinem Weg weiter. Aber du musst dich nicht mit meinem Fortschritt vergleichen. Wenn du dich überhaupt vergleichst, was eigentlich auch nicht so gut ist, du musst dich
musst dich eben nicht, aber wenn du dich überhaupt mit irgendwas vergleichen willst, dann kannst du dich nur mit dir vergleichen. Niemand anders geht deinen Weg. Niemand anders hat deine Körperwahrnehmung. All diese Aspekte gehören dazu und lösen sich auf mit der Zeit.